Drei Killerpilze, eine Ansage. Die Killerpilze sind wieder da. Sie sind jung, kühn und können ihre Bandgeschichte ohne Probleme in drei Sätze fassen. Die coolste Rockband Deutschlands. Einst begannen sie als Teenie-Band, doch sie befreiten sich aus den Fängen der Haifische im Musikbusiness, starteten durch, um die Weltherrschaft an sich zu reißen und die besten Live-Shows aller Zeiten abzufeiern. Jetzt, nach 8 Jahren, mit dem 3. Album. Alles Kommas. Und ab 30.04. unsere neue Single. Das ist ganz wichtig für die Bandgeschichte. Ich will nur mit dir am Strand sein, dann graben wir uns im Sand ein. Wie man hören kann, sind die Killerpilze Erwachsene geworden. 3 Jahre nach Mit Pauken und Raketen ist Lautonom ein Album geworden, was vor allem textlich mehr bieten kann. Ist das ein Comeback? Wir waren jetzt 3 Jahre weg. Es ist natürlich für uns schon eine neue Situation, weil wir jetzt ein eigenes Plattenlabel gegründet haben. Wir sind ja nicht mehr bei Universal, haben uns auch das erste Mal richtig viel Zeit genommen, um am Album zu schreiben. Und Lautonom ist halt für uns jetzt so der erste Schritt Richtung, ja, ernst genommen werden, Richtung erwachsen werden. Und ist natürlich so ein Schritt, sich aus diesem Vorurteil der Teenie-Band zu befreien. Und wir wissen, dass es ein langer Weg wird. Das wäre unser Tag. Mit einem eigenen Label und einem guten Album blicken die drei Jungs aus Dillingen nach vorne. Manchmal muss der Weg wohl steinig sein, damit man zu einem guten Ergebnis kommt. Wir mussten erstmal natürlich verkraften, dass wir nicht mehr bei Universal sind. Das war für uns schon ein großes Thema eigentlich, weil wir hatten auch nicht so unmittelbar damit gerechnet. Und das war halt schon auch ein Loch, in das wir so gefallen sind natürlich, weil da verkaufst du irgendwie mit 2 Alben 180.000 Platten irgendwie in ganz Europa, spielst überall Konzerte und dann sagt die Plattenfirma, sie macht jetzt kein drittes Album. Und vor allem ging das damals ja bei uns so mega schnell, dass wir da auch echt reflektieren mussten, was ist in der Zeit alles passiert, irgendwie wie haben wir vielleicht auch auf die Leute gewirkt. Und so. Und dann haben wir natürlich angefangen, uns zu treffen regelmäßig, Songs zu schreiben, zu sagen, hey, was sind Themen, die wir behandeln können oder über was wollen wir singen und schreiben. Und dann hat sich das entwickelt. 1,5 Jahre haben wir uns da Zeit genommen. Wir haben uns aber keinen großen Druck selbst gemacht. Also wir wollten halt einfach die Platte rausbringen, die beste, die wir machen können. Und dadurch, dass wir dann das eigene Label gegründet haben, hatten wir auch keinen Zeitdruck. Und ja, so haben wir es dann auch gemacht. Aber für uns war es natürlich immer klar, dass wir halt weitermachen werden. Also das stand nie zur Debatte. Und mit Killerpilze Records beweisen die Pilze ihren Kampfgeist. Da ist es gut für die Fans, wenn sich die Band selbst kreativ austoben kann. Also jetzt bei dem Album ist natürlich schon so Lautonom, Lautobahn, das ist natürlich schon ein bisschen mit Hintergedanken. Lautfitz. Lautfitz, genau, unser Merchandise, unser großartiges. Da ist natürlich schon so ein Gedanke dahinter, dass man das irgendwie verknüpft. Wir sind schon so Typen, die das gerne so ein bisschen konzeptmäßig basteln wollen, aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, es muss sich jetzt alles darauf hin ausrichten. Also vieles hat sich halt einfach so ergeben mit der Kampagne jetzt und für uns ist es ja eine ganz neue Situation, weil wir das erste Mal alles komplett selbst überlegt haben und natürlich auch das erste Mal komplett selbst kreativ sein können und alles zu 100% steuern. Alle Zeichen stehen auf laut, denn mit der Energie, die die drei mitbringen, kann die Bandgeschichte noch lange fortgesetzt werden. Guten Tag, wir sind die Killerpilze und ihr seht jetzt Bubblegum TV. Viel Spaß!